Infoabend zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die Stadt Duisburg lädt Interessierte am Donnerstag, den 15. Oktober, zu einem Infoabend zum Thema Unterbringung von Asylbewerbern ein. In Hamborn sollen sie in der ehemaligen Anne-Frank-Schule und in der Klauberghalle unterkommen. Die Informationsveranstaltung findet in den jeweiligen Unterbringungen um 18 Uhr statt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte die Stadt kurzfristig um Amtshilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen gebeten. Die Stadt richtete daher in der vergangenen Woche umgehend die Turnhalle der ehemaligen Anne-Frank-Schule als Notunterkunft für bis zu 300 Flüchtlinge her. Darüber hinaus richtete die Stadtverwaltung gerade eine weitere Unterkunft im ehemaligen Gesundheitsamt auf der Viktoriastraße für 160 Flüchtlinge her. Diese wird voraussichtlich Ende Oktober bezugsfertig sein. Stadtdirektor und Sozialdezernent Reinhold Spaniel sowie Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf werden über die weiteren Pläne informieren. ArcelorMittal räumt Werksgelände in Hochfeld. Bis 2017 soll das Werksgelände von ArcelorMittal in Hochfeld geräumt werden. Das geht aus der Mitarbeiterzeitung des transnationalen Stahlkonzerns hervor. Der Konzern erhofft sich durch eine Verlagerung nach Ruhrort einen Wettbewerbsvorteil. Neu gebaut werden soll am neuen Drahtstraßenstandort ein Hochregallager, um die Lagerkapazitäten um 10.000 bis 12.000 Tonnen zu erhöhen. Fertigmaterial in ähnlicher Größenordnung soll darüber hinaus extern ausgelagert werden. Nach dem Neubau einer hochmodernen Drahtstraße in Ruhrort blieben zunächst noch einige Werkseinrichtungen am alten Drahtstandort, der in den nächsten Jahren zu einem Quartier für Grün, Wohnen, Gewerbe und Freizeit umgestaltet werden soll. Diese Planungen gehören zur langfristigen Strategie der Duisburger Stadtplaner. Vor allem die attraktiven Lagen am Wasser, die in der Vergangenheit vielfach von der Industrie genutzt wurden, verstärkt auch für hochwertiges Wohnen zu nutzen. 4,9 Millionen Euro für Zukunftsprojekte. Die Region Duisburg-Niederrhein erhält 4,9 Millionen Euro für zukunftsweisende Projekte der Wirtschafts- und Strukturförderung. Die Förderung stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und wurde durch das NRW-Wirtschaftsministerium über den Projektaufruf Regio NRW zur Verfügung gestellt. Landesweit wurden 44 Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen in Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Die entsprechenden Förderanträge können nun bei den zuständigen Bezirksregierungen gestellt werden. Erste Bewilligungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf www.wirtschaft.nrw.de. Bahnprobleme halten an. Nach dem Stellwerksbrand in Mülheim am Sonntag, den 4. Oktober, halten die Probleme bei der Deutschen Bahn an. Der Bahnverkehr zwischen Duisburg und Essen funktioniert nur bedingt. Es kommt laut Bahn weiterhin zu Umleitungen und Verspätungen. Weil sich der Ersatzfahrplan für die S-Bahn-Linie S1 nicht umsetzen ließ, hat ihn die Bahn nun überarbeitet. Ab heute fährt die S1 zwischen Essen und Duisburg nur noch alle 90 Minuten. Ersatzbusse sollen die Fahrgäste im 20-Minuten-Takt zu allen Haltestellen zwischen den Hauptbahnhöfen bringen. Diese Regelung soll nach Bahnangaben bis Freitagnacht, den 16. Oktober, gelten. Auch bei Fernzügen auf dieser Strecke kommt es voraussichtlich zu Verspätungen. Die Bahn empfiehlt deshalb Pendlern und Reisenden weiterhin, sich im Internet rechtzeitig zu informieren und lieber einen früheren Zug zu nehmen. Der VRR weist außerdem auf ihre Mobilitätsgarantie hin, die besagt, wenn Bus oder Bahn mehr als 20 Minuten Verspätung haben und es keine Nahverkehrsalternativen gibt, dürfen Reisende stattdessen in Fernzüge steigen. Die zusätzlichen Kosten erstattet das Verkehrsunternehmen. Alternativ dürfen Fahrgäste auch Taxen nehmen, um an ihr Fahrziel zu gelangen. Hier gibt der VRR allerdings ein Limit von 25 Euro vor. Wer abends nach 20 Uhr nicht weiterkommt, bekommt bis zu 50 Euro zurück. In jedem Fall müssen Fahrgäste die Kosten zunächst selbst tragen und können sie anschließend vom VRR zurückfordern. Dazu müssen sie ein Formular ausfüllen und innerhalb von 14 Tagen im Kundencenter eines VRR-Unternehmens abgeben. Digitale Angebote der Stadtbibliothek. Im Rahmen der Aktionswoche Netzwerk Bibliothek veranstaltet die Stadtbibliothek vom 24. bis 31. Oktober insgesamt 12 Infoveranstaltungen. Dabei soll die Bandbreite an digitalen Angeboten und Services für Kunden der Stadtbibliothek vorgestellt werden. Dazu zählen unter anderem E-Books, E-Papers, E-Audios und der Online-Zeitungskiosk. Ein Angebot im Rahmen der Aktionswoche ist der Internet-Schnupperkurs 50+ für Menschen über 50 Jahre, der kostenlos angeboten wird. Parallel dazu findet in der Kinderbibliothek ein Spielenachmittag für Kinder ab 8 Jahre statt. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es telefonisch unter 0203 283 42 18. Die Aktionswoche Netzwerk Bibliothek, eine Kampagne des Deutschen Bibliotheksverbandes, findet bundesweit statt.
Grau und regnerisch, so zeigte sich das Wetter über dem Stadtgebiet. Und auch am Donnerstag wird es nicht besser. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% wird es nass. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Nass und kalt wird auch der Freitag. Bei Höchstwerten von 9 Grad bleibt der Himmel bewölkt. Pünktlich zum Wochenende bessert sich das Wetter dann ein wenig. Bei 10 Grad lässt der Regen nach, es bleibt aber bewölkt. Autofahrer, aufgepasst, auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Und zwar auf der Buschstraße in Bergheim und auf der Remberger Straße in Huckingen. Und es wird auch wieder gebaut. In Wannheimer Ort ist noch bis zum 20. Oktober der Verkehr in der Paul-Esch-Straße gestört. Hier wird an der Wasserleitung gearbeitet. Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen. Und noch bis zum 23. Oktober ist der Verkehr auf der Mercatorstraße in der Duisburger Altstadt gestört. Hier führen die Wirtschaftsbetriebe Leitungsarbeiten durch. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.